Hallo zusammen, heute geht es ums 9-Euro-Ticket. Und zwar, wer bezahlt das? Und zwar zahle ich das. Oder ihr, wenn ihr bei mir eine Kühlbox kauft. Ich habe hier die Rechnung von der Fracht. Hier von 34.000 Schweizer Franken. Das sind dann fast Euro für die Fracht von 2 Container hier in die Schweiz. Und wenn man dann das hier liest, Überlastung der Bahn. Das heißt, die Container wurden in Hamburg abgeladen. Die standen in Hamburg und weil sie die Deutsche Bahn nicht aus dem Hamburger Hafen rauskarren konnte, wurden diese 2 Container auf den LKW gepackt, hier in die Schweiz gekarrt und mit dem leeren LKW wieder zurück. Ist Ökologie, ist ganz klar, weil es die Deutsche Bahn nicht auf die Reihe kriegt. Weiter sehe ich hier Demurrage von 2 Container über 1500 Franken bzw. vermutlich Euro, die es gekostet hat, weil die Deutsche Bahn die Kisten nicht rausgekommen hat. Demurrage, ich weiß wirklich nicht, ob der Name richtig ist. Hier geht es darum, diese Container standen zu lang im Hafen und konnten nicht abgeladen, also nicht gelöscht werden, weil es die Deutsche Bahn nicht auf die Reihe kriegt. Und dann kostet jeder Tag, wir sehen es hier drauf, 255 Euro pro Tag. Die er zu lang im Hafen steht und nicht wieder zurückkommt, der Container. Weil der jetzt 5 Tage im Hafen stand, also 5 und 7 Tage, ist das sage und schreibe einfach Geld, das ich bezahlen muss und ihr bezahlen müsst, weil es die Deutsche Bahn nicht auf die Reihe kriegt. Über die Ökologie, ob ein LKW fährt oder die Deutsche Bahn fährt, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ihr steht im Stau und braucht Treibstoff, weil es die Deutsche Bahn nicht auf die Reihe kriegt. Ja, ich habe mich jetzt aufgeregt über die Deutsche Bahn. Die haben mal früher Werbung gemacht. Wir bringen die Güter auf die Bahn. Und vor 10 Jahren habe ich einen Artikel gelesen von Professor, der hat geschrieben, wenn man die Disponenten einer gesunden LKW-Firma oder Speditionsfirma mit der Disponenten der Deutschen Bahn ersetzen würde, diese Spedition wäre in 2 Monaten pleite. Und somit wünsche ich euch trotzdem einen schönen Tag.